Hallo meine Lieben, ja, ich stehe Orakel Tic Tac Horoskop, ja. Was ist in der Liebe? Nur ein Thema Liebe, ja, es geht. Und hier habe ich wieder Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion. Was ist wichtig? Thema zum Anschauen in der Liebe. Hm? Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Dann beginnen wir, ja. Ich habe gar keinen Platz zum Mischen. Wieder Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe. Tick-Tack, Tick-Tack, was muss angeschaut werden in der Liebe? Was ist jetzt, Gegenwart, wichtig zum Handeln? Dankeschön. Oder zu erkennen, ja? Danke. Tick-Tack, Tick-Tack, was muss schnellstmöglichst angeschaut werden in der Liebe? Tick-Tack, Horoskop. Tick-Tack, Tick-Tack. Dankeschön. Hoppla. Tick-Tack, Tick-Tack, Horoskop. Danke. Yes, es geht. Die kommen, hä? Die springen in die Rechte. Yes, es geht im Himmel oben. Mhm. Noch eine. Ja. So, jetzt muss ich schauen, wie kann man richtig läuft. Ja, es läuft. So, für alle Sternzeichen, ja. In Sachen Liebe, Tick-Tack, was muss angeschaut werden? Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Alle Sternzeichen, wenn ich brauche zum besseren Deutung, dann habe ich Büchlein, ja? Ja, genau, dann ist es so. Ja. Okay. Oh, noch eine fehlt.
Ja, danke. Dankeschön. So. Und hier ist das Büchlein, ja, so besser deuten. So, dann beginnen wir wieder. Was ist bei dir los in der Liebe? Im Hier und Jetzt. Orakel, tic-tac, tic-tac. Die innere Wahrheit. Ganz wichtige Themen der Liebe. Wieder. Ja. Romantische Liebe, Amorspfeilen hat getroffen. Ich bin mutig. Wow. Also wieder in der Liebe, innere Wahrheit. Bleib dir selbst treu, bleib in der Wahrheit. Erkenne, dass das eine romantische Liebe ist und es kommt auf dich zu. Wir schauen auch in die Zukunft. Amorspfeil hat getroffen und du musst mutig sein. Ganz wichtig, wieder. Stier in der Liebe, was ist bei dir los? Tiefes Wissen, ja? Ich tue noch besser Deutsch. Verwandlung. Ich bin engagiert. Du musst mehr engagiert sein in der Liebe. Und das weißt du. Ja? Deine innere Intuition, ja. Deine Beziehung, Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Sehr schöne Botschaft. In der Liebe. Orakel, Tic-Tac, Horoskop, Zwillinge. Was hast du? Mitschöpfertum, ja? Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Ich bin beschützt. Du bist Zwillinge, beschützt in der Liebe. Und diese Liebe fängt an mit einer wahren Freundschaft. Ganz gut die Augen aufmachen. 40. Mitschöpfertum. Mal gucken. Grundbedeutung, Kreativität, Kunst, Inspiration, Entfaltung, Verwirklichung. Wow, du bist beschützt. Achtung, Zwillinge. Kann sein, dass man von einer Freundschaft lieber wird. Ganz schön. Krebs, was hast du? Nachdenken, ja? Du bist am Nachdenken für einen Neuanfang. Ich bin neugierig, wow. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Krebs, empfang es mit offenen Armen. Neuanfang, lebe deine Träume voller Leidenschaft. Du bist nachdenklich und du bist neugierig in der Liebe. Sehr schön. Löwe, was ist bei dir? Höhere Macht, du bist auch beschützt. Es ist göttlich geführt, dein Liebesleben. Wow, schau mal. Heilige, heilige Vereinigung, Löwe, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Du bist beschützt in dieser Liebe. Ich bin humorvoll, sehr schön, sehr schön. Jungfrau, was hast du in der Liebe? Tick-Tack, Tick-Tack. Tick-Tack, ja, Jungfrau, bewege dich in der Liebe. Lausch in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich bin kreativ, ja. Mehr offen sein auch, ja, für die Liebe. Tick-Tack, die Uhr tickt, Jungfrau, sehr schön. Lausch, es ist Zeit. Die Zeit drängt. Lausch in dich hinein, finde heraus, was hinter deinem Gefühl steckt. Ganz wichtiger Faktor jetzt. Waage, die Schatzinsel, ja. Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen in der Liebe. Ich bin verspielt. Sehr schön. Die Schatzinsel Nummer 9. Schatzinsel Nummer 9. Grundbedeutung. Ja? Waage. Die Schatzinsel. Grundbedeutung. Durch das Gesetz der Anziehung werden Träume wahr. Schau mal. Manifestation, wie die Karten miteinander schmelzen. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Ja? Yes, ist Gott. Denken positiv. Zeitig. Denken zeitig Ergebnisse. Positives. Und bemühe sich einstellende Fülle. Finanzielle Gewinn, geteiltes Glück. Wow. Sehr schön. Waage. Skorpion in der Liebe. Was erwartet dich? Reparaturarbeit. Ja? Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Ja?
Ich bin ein Glückskind. Jawohl. Du willst Glück erfahren in der Liebe, wenn du an dieser Situation und an dich selbst arbeitest und erzwinge nichts. Lass die Dinge seine Zeit laufen. Alles, einfach, alles gibt seinen Zeitpunkt. Ja? Schütze, was hast du? Weitergehen in der Liebe. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit und geh weiter in der Liebe. Ja, ich bin beweglich, siehst du? Wie das Universum. Schau mal. Schütze. Weitergehen. Ich bin beweglich, beweglich. Bewege dein Popo in der Liebe. Ja? Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit. Nichts überstürzen. Ja? Weitergehen in der Liebe. Sehr wichtiger Punkt. Steinbock, Flaschenpost, Nachrichten. Bleib dir selbst treu, ich bin schlau. Ja? Bei der Kommunikation Steinbock sehr wichtig, momentan in der Liebe. Wie kommunizierst du? Bleib dir dabei treu. Kommunikation. Ja? Du musst mit Bedacht kommunizieren in der Liebe. Ganz wichtig. Wassermänner, Wasserfrauen. Geben und nehmen. Wassermann. Wow. Ich bin vielfältig in der Liebe. Sehr schön. Liebe, eine wunderbare, wahre Liebe kommt auf dich zu. Öffne dich für das. Geben und nehmen, nicht nur nehmen, Wassermänner und Wasserfrauen. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen. Ja? Du kennst ja die Antwort, du kennst, wer das sein könnte. Ja? Wassermänner, Wasserfrauen. Fische. Warum? Du stellst dich so viele Fragen in der Liebe. Ich bin zufrieden. Also, warum so viele Fragen stellen? Ja? Und wenn etwas nicht läuft in der Liebe, du stellst dich momentan zu viele Fragen. Ja? Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Kraft, ganz wichtig, der Faktor. Ja? Wow, das war TikTok Orakel Horoskop, ja, und ich verabschiede mich. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen damit, ja, in Sache Liebe, ja. Bis zum nächsten Mal, eure Kometa Luz. Bye.